Hier, wo gerade die Mannschaften des Tischtennisvereins Barleben in der Mittellandhalle in ihren unterschiedlichen Ligen um Punkte und Tabellenplätze kämpfen, wird im kommenden Februar ein wichtiges Ranglistenturnier für den Tischtennis-Nachwuchs stattfinden. Für den Barleber TTV ist das bundesweite Turnier zum einen eine große Herausforderung, zum anderen aber auch eine Chance. Es treten an die Schüler U15 und die Jugend U18, jeweils im männlichen und im weiblichen Nachwuchs. Und es nehmen jeweils 12 Teilnehmer dran, also insgesamt 48. Ist unter diesen Tischtennisspielern jemand aus Sachsen-Anhalt dabei? Aus Sachsen-Anhalt können sich im Moment an diesem Wochenende in Ulm beim Top-24-Turnier je ein Schüler und je eine Schülerin können sich qualifizieren. Der Weg ist weit, aber es wäre sehr schön, wenn diese beiden dann dabei wären. Der eine kommt aus Biederitz und das Mädchen kommt aus Riestedt, also aus Sachsen-Anhalt. Die Voraussetzungen sind gut, aber für den TTV und seine Mitglieder kommt jetzt jede Menge Arbeit zu. Ja, das ist eine einmalige Chance, die wir nutzen wollen, um unseren Nachwuchs weiter voranzutreiben. Das ist ja immer unser Ziel gewesen, in den letzten Jahren mehr für die Nachwuchsarbeit zu machen. Und das hat einmal zum einen ja diese Sogwirkung, dass da eben noch mehr kommen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich bei diesem herausragenden Turnier auch ja, Sponsoren bzw. Unterstützer wecken, die uns hier bei der Arbeit unterstützen. Das ist bis jetzt auf einem guten Weg, aber man ist noch lange nicht am Ziel und es wird heftig die Werbetrommel gerührt und gutes Tischtennis hat in unserer Region seine Zuschauer. Es war ja vor kurzem in Magdeburg die German Open, da war auch kein Magdeburger bei, also noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden und unsere Entwicklung im Nachwuchsbereich hat so ein rasantes Tempo aufgenommen, dass wir schon in der Lage sind, in höheren Ligen mitzuspielen und ja, das wollen wir natürlich kontinuierlich fortsetzen. Wie wichtig dieses Turnier für den deutschen Tischtennissport ist, belegen die Aussagen vom Bundestrainer und vom Sportdirektor, die am Rande der German Open in Magdeburg zum Top-12-Turnier befragt wurden. Ja, immens wichtig. Nachwuchsarbeit ist das Entscheidende, um dass man oben dann im Top-Level dann auch gut spielen kann. Ja? Mit einer guten Ausbildung und die Ausbildung fängt im Schüler-Jugendalter an. Ist das eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe, die den Trainern dort zukommen muss. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft die Talente mit Boll und Ovtcharov dann auch geliefert bekommen, weil da müssen die Verbandstrainer, die Jugendtrainer, die Vereinstrainer daran arbeiten und die Kinder natürlich dann in jungen Jahren schon früh anfangen, Techniktraining machen und am Ende dann hoffentlich dann irgendwann mal, so wie Dimitri Ovtcharov, die Nummer 3 der Welt sein. Ne? Ich denke, die Voraussetzungen sind ja gegeben. Es wird sehr, sehr früh gesichtet. Die besten Spieler, die hier eben spielen, wie ein Timo Boll, wie ein Dimitri Ovtcharov, haben mit 4 oder 5 Jahren angefangen. Das bedeutet, die jüngste Altersstufe ist dann 12 oder 13, die dann eben ja eine Schüler Top 12 spielen. Und ja, die haben dann schon einige Trainingsstunden in den Knochen. Und das Tischtennis ist wirklich schon sehr, sehr sehenswert. Also merken Sie sich die Termine vor. Top 12 am 17. und 18. Februar in der Mittellandhalle Barleben.